Hingabe des Willens, geistige Wiedergeburt. An der freien Entscheidung darf zwar der Mensch nicht gehindert werden, jedoch es öffnet ein nach Gott verlangender Mensch sein Herz den gedanklichen Übermittlungen der jenseitigen Wesen und es dringt deren Einfluss durch. Selbst die inneren Kämpfe, die er zu bestehen hat, sind nur zur Festigung seines Glaubens und zur Erhöhung seines Gottverlangens zugelassen. Und es braucht der Mensch nicht zu fürchten, der Macht des Bösen gänzlich zu verfallen. Das lässt die Liebe der Lichtwesen nicht mehr zu, und es trägt deren Macht den Sieg davon. In der Erkenntnis stehend, muss der Mensch zwar den Anforderungen Gottes zuerst gerecht werden. Er muss den Unvollkommenheitszustand als Qual empfinden und ihn beheben wollen. Dann wird auch seine Kraft erhöht und er überwindet schnell solche Zustände der Niedergeschlagenheit und scheinbaren Entfernung von Gott. Ist der Mensch aber einmal wiedergeboren im Geist, so gehört er dieser Erde nicht mehr an. Er weiß, dass sie nur ein Übergang ist zur eigentlichen Heimat des Geistes und nimmt alles Leid und jede Prüfung ergeben entgegen. Er verlangt mit allen Trieben nach der Erlösung aus der Form. Er hat den Weg zu Gott eingeschlagen und geht von ihm nicht mehr ab. Nur muss er oft die Steine und Hindernisse aus dem Weg räumen, die diesen Weg zu einem beschwerlichen machen und eben den ganzen Willen des Menschen erfordern. Die Hingabe des Willens ist die geistige Wiedergeburt. Was durch endlose Zeiten hindurch im Gebundenen einem anderen Willen verharrt hat, das tritt in ein neues Stadium ein. Der gottabgewandte Wille gibt seinen einstigen Widerstand auf und es verlangt das Wesen zu Gott zurück. Es gibt den eigenen Willen hin, um nunmehr so denken und handeln zu wollen, wie es dem göttlichen Willen entspricht. Es erkennt Gott über sich an und will ihm dienen. Und Gott schützet ein solches Wesen vor dem Rückfall. Er streckt ihm hilfreich die Hand entgegen und zieht es empor. Und sein Lebensweg wird von Stund an zur Höhe führen, dem Licht entgegen. Amen.